Oh mein Gott, heute in diesem Video können meine Zuschauer richtig, richtig Cash absahnen. Ich werde zuerst dieses Wheel hier spinnen. Das entscheidet, wie viel Kills derjenige Zuschauer in einer Solo-Showdown-Runde machen muss, um den Preis zu gewinnen, in dem Fall 2. Dann kommen wir zum zweiten Rad. Das entscheidet nämlich den Preis. Oh, in dem Fall wären es 50 Euro. Let's go. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Was geht ab, Leute? Da bin ich doch schon am Start. Und oh mein Gott, Leute, ich war beim Friseur, Alter. Oh mein Gott, das war auch wirklich so hart notwendig, weil meine Haare waren schon wirklich komplette Katastrophe. Hier nochmal ganz kurz ein Bild, wie es davor aussah. Yo, ganz, ganz kurze Info. Ich habe jetzt auf meinem zweiten Kanal ein Among Us Video hochgeladen. Ihr könnt euch das gerne mal reinziehen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Let's go. Ja, heute haben wir auf jeden Fall das Glücksrad am Start und werden damit die Zuschauer ein bisschen beglücken und denen so eine kleine Challenge geben. Das Ganze wird auf meinem Discord-Server stattfinden. Wenn du noch nicht auf meinem Discord-Server bist, discord.gg/pookie, dann komm auf jeden Fall jetzt auf den Server drauf und wenn du noch kein Discord hast, gar kein Problem. Lad dir das einfach mal runter. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, discord.gg/pookie. Dort kommst du dann halt in den App Store oder in den Google Play Store. Kannst du dort das Ganze kostenlos runterladen. Kurz registrieren. Ihr müsst angeben, dass ihr 14 seid und im besten Fall auch 14 sein. Ja, und dann könnt ihr auch schon auf dem Discord-Server labern. Ihr könnt die Talk-Channels verwenden, mit Leuten reden, mit euren Freunden reden, neue Freunde kennenlernen. Generell auch die Spielersuche verwenden, um tatsächlich Teammates zu finden, die vielleicht auch auf eurem Level sind, mit denen ihr besser zocken könnt und pushen könnt als mit Randoms und mit denen ihr zum Beispiel Bosskampf, was auch immer, alles mögliche machen könnt. Und ihr könnt tatsächlich auch bei Aufnahmen dabei sein, bei Gewinnspielen mitmachen, bei Community-Events, bei Turnieren und, und. Es gibt auf jeden Fall einiges dort zu machen und es macht auf jeden Fall Bock. Also kommt auf jeden Fall drauf, Leute. Falls ihr, wie gesagt, noch nicht drauf seid, dann nutzt eure Gelegenheit jetzt. Ja, genau. Und das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir suchen uns schon mal die ersten Kandidaten raus. Ich bin mega gespannt und hoffe natürlich, dass die Leute hier einiges an Preisgeldern gewinnen können. Hallo, was geht? Hallo. Wie geht's dir? Gut. Ich habe mit dir mal Video schon aufgenommen, also. Was? Oh mein Gott. Okay, dann bist du tatsächlich jetzt, wenn du möchtest, nochmal dabei, weil ich nehme gerade ein Video auf. Bist du dabei sein? Ja, natürlich. Perfekt. Okay, wir werden heute das Glücksrad drehen und du hast die Möglichkeit, was zu gewinnen. Muss aber allerdings auch dafür was tun. Also, du wirst jetzt gleich Solo-Showdown spielen und ich werde dich spectaten. Und du musst Kills machen, um diesen Preis zu gewinnen. Und wie viele Kills, das entscheidet jetzt dieses Lucky Wheel. Das heißt, ich blende es mal hier ein fürs Video und wir spinnen das jetzt. Da ist alles Mögliche drauf. Da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis zu 7 Kills tatsächlich drauf. Das müsstest du dann schaffen, aber jetzt binden wir erstmal. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück und los geht's. Was wird es? Was wird es? Was wird es? Was wird es? Es sind... Oh, 2 Kills! 2 Kills sind auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Runde rein. Und solltest du schaffen, dann kommen wir gleich zum anderen Wheel, was deinen Preis bestimmt. So, wir sind jetzt auch schon im Zuschauermodus drin. Bist du aufgeregt? Nö. Nö, okay, er nimmt es ganz gelassen, das finde ich gut. Er spielt auf jeden Fall mit Crow. Der Crow ist jetzt auf jeden Fall... Nein! Nein! Oh mein Gott, es ist verzögert. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nein! Das ist so unfair. Aua, das ist belastend. Ja, gut, dann tut's mir leid, aber dann gibt's heute leider keinen Preis für dich. I'm sorry. Oh Mann, das ist mies gelaufen. Schade. Naja, gut. Dann trotzdem noch einen schönen Abend und vielleicht hört man sich ja wieder mal. Bis dann. Tschüss. Oh Mann, der war jetzt traurig. Okay, so, ich bin wieder in... Ach, da ist schon wer drin. Was geht ab? Hallo. Hallo. Also, das ist der liebe Luca, der jetzt hier teilnimmt. 17.000 Trophäen. Jetzt müssen wir aber erstmal rollen, wie viele Kills du überhaupt machen musst. Wünsche dir ganz viel Glück, dass es wenig sind, weil da ist tatsächlich auch eine 7 drauf auf dem Glücksrad. So, ich roll. Let's go. Bitte, 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 irgendwas, was machbar ist. Oh, 3 Kills. Okay, du musst 3 Kills schaffen, um einen Preis zu gewinnen. Du gehst jetzt in Solo-Showdown und dann geht's auch schon los. So, da ist der Luca auch schon in der Runde. Bist du aufgeregt? Nochmal so als Frage jetzt vorweg. Ja. Okay, das ist gut. Zu viel Aufregung wäre vielleicht nicht so gut fürs Gameplay. Aber merkt dir, 3 Kills brauchst du. Und wir gucken auf jeden Fall hier gespannt zu Shelly auf jeden Fall. Da ist aber schon Crow. Oh ja, da holt er sich den ersten Kill. Ein Kill ist schon mal am Start. 2 mehr und du hast auf jeden Fall schon mal ein Preisgeld safe gewonnen. So, 7 Leben aktuell noch. Ich sehe das natürlich mit ein bisschen Delay. Schafft er die 3 Kills? Ich bin mega gespannt. 7 Leute leben noch. Er holt sich den Leon. Holt er sich den? Ja, er holt sich den Leon. Das ist der zweite Kill. Oha!
Das sieht gar nicht mal so übel aus. Ich glaube, das könnte wirklich was werden. 6 Leute leben noch. Holy shit. Das könnte wirklich was werden. Übrigens, Leute, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben da und abonniert den Kanal gerne mal kostenlos. Ich würde sagen, bei 10.000 Likes gibt es auf jeden Fall die zweite Folge davon. So, und da ist auf jeden Fall schon mal ein Kevin. Ob der jetzt auch noch geklatscht wird, so einen Kill braucht er noch, um den Preis zu gewinnen. Geht er? Ja, er hat ihn! Herzlichen Glückwunsch, Luca. Du hast tatsächlich gewonnen. Und wie viel du gewonnen hast, entscheidet gleich das Glücksrad. Jetzt schauen wir mal noch zu, aber die Runde... Ja gut, ganz gewonnen hat er nicht. Aber 3 Kills und das reicht auf jeden Fall. Das waren die Kills, die er schaffen musste. Und das hat er auch erzielt. Von dem her gehen wir zum zweiten Wheel. Du kannst Preise zwischen 15 und 100 Euro gewinnen. Ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Glück. Und wir spinnen. Los geht's. Es sind 15 Euro, es sind 15 Euro. Okay, aber immerhin, man muss auch fairerweise sagen, ich habe auf dem Glücksrad natürlich öfters 15 Euro raufgepackt als 25, 50 und 100, weil sonst wird es halt einfach teuer. Aber 15 Euro hast du auf jeden Fall gewonnen. Ich adde dich kurz auf Discord und schicke dir den Code direkt nach der Aufnahme zu. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bitte, bitte, bitte. Willst du noch irgendwen grüßen oder so? Ja, meine Familie. Oh, das ist nett. Dann Grüße gehen raus auf jeden Fall an seine Familie und ja, mach's gut. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao. So, das ist jetzt der Goku. Wir gucken mal kurz sein Profil an. Okay, 21.000 Trophäen sind auf jeden Fall am Start. Und er kann natürlich schlau spielen und vielleicht seinen niedrigsten Brawler nehmen. Die Entscheidung ist natürlich schwierig. Welchen Brawler nimmst du? Ich glaube, ich würde sagen, ich bleibe bei Jackie. Ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, denke ich. Damit kann man nicht so viel falsch machen. Okay, also wir drehen jetzt erstmal an diesem Rad und da wird dann eine Zahl rauskommen. So viele Kills müsstest du dann machen in der Solo-Showdown-Runde. Da gucke ich dir zu. Und wenn du das schaffst, gehen wir zum anderen Wheel und da sind dann die Preise drauf. Zwischen 15 und 100 Euro ist da alles vertreten. Also sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ich würde sagen, viel Glück und du darfst runterzählen. Okay, 3, 2, 1, go. Let's go. Let's go. Wir gucken, was kommt hier raus. 2 Kills, das ist auf jeden Fall machbar. 2 Kills sollte man denn bekommen, ja. Das ist machbar. Das ist safer. So, und da sind wir auch schon drin. Ich habe das, ich sehe das natürlich wieder mit Verzögerung, ihr wisst Bescheid. Er geht direkt in die Mitte. Okay, da werden wir hier sogar gespoilert, aber das ist der erste Kill gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt. In der Mitte kann es kritisch werden. Da ist eine Shelly und ein Boxer drin. Also einen Kill muss er nur noch machen, dann hat er es auf jeden Fall. Und den kann er sich vielleicht hier abstauben. Ne, der ist schon down. Okay. Ja. Das ging ja easy. Ich muss es auch noch sehen. Und ja, er hat es tatsächlich. 2 Kills sind am Start. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst natürlich die Runde noch ganz entspannt zu Ende spielen. Und dann kommen wir gleich zum Glücksrad, das den Preis bestimmt. So, du hast deine Challenge geschafft. Das heißt, jetzt wird nur noch dein Preis bestimmt. Zwischen 15 und 100 Euro. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück. Du darfst nochmal runterzählen. 3, 2, 1, go. Let's go und wir spinnen. Was wird es? Was wird es? Und es sind 15 Euro. Ja, ich denke mal, wir werden heute oft 15 Euro sehen, weil halt mehr als die Hälfte des Wheels damit bedeckt ist, aber ich muss natürlich auch sparen. Gebt Creator Code Pookie ein, um mich zu supporten. Und ich adde dich jetzt kurz auf Discord und schicke dir den Code direkt nach der Aufnahme zu. Dankeschön. Gut, dann kriegst du deinen Gewinn gleich. Ihr seht auch hier natürlich immer die Beweise, dann die Screenshots eingeblendet. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Danke, gleichfalls, ciao. Und da haben wir schon den nächsten am Start. Phytex, was geht? Oder Phytex? Ja, also, du siehst hier ein Glücksrad, wie viele Kills. Mhm. Das entscheidet, wie viele Kills du in dieser Solo-Showdown-Runde machen musst. Wenn du diese Anzahl erreichst oder mehr, logischerweise, ist auch egal, dann gewinnst du und dann kommen wir zum anderen Wheel. Und das zeigt dann im Prinzip die Preise. Zwischen 15, 25, 50 und 100 Euro kann sich das Wheel entscheiden. Ist natürlich alles random und ich würde sagen, wir spinnen einfach mal, wie viele Kills du schaffen musst. Du darfst runterzählen. Let's go. 3, 2, 1, go. Und wir spinnen. Und was wird es? Oh nein, das geht in eine ganz miese Zone. 6 Kills. Nein. Ja, das schaffe ich nicht, glaube ich. Ich versuche. Sag nicht, du schaffst es nicht. Vielleicht kriegst du es ja hin. 6 Kills, das ist schon sau schwierig. Also das, ja, das Wheel ist sonst nur mit 1, 2 und 3 so im Prinzip ausgeschmückt. Aber ich glaube nicht. Ja, also 6 Kills sind auf jeden Fall schon sau schwer, aber vielleicht kriegst du es ja irgendwie hin. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück. Du kannst Solo-Showdown auswählen und ich spectate dich. Okay, es geht auch schon los. Wir können zugucken, Leute. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, sollte er sie gewinnen oder halt die 6 Kills machen, dann kriegt er auf jeden Fall seinen Preis. Und jetzt bin ich mal gespannt. 6 Kills sind schon möglich, aber es ist halt sau schwierig. Aber da wäre jetzt an der Stelle schon mal der erste Kill am Start und 3 Cubes auch schon. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung.
Also rein theoretisch könnte man die 6 Kills schaffen, aber ich schätze mal, du gehst jetzt eher auf den safen Win, ne? Ja, natürlich. Natürlich, das ist gut. Da hat er tatsächlich den zweiten Kill auch am Start. Aha. Also es sind tatsächlich noch 6 Kills möglich, ne? Vom Ding her. Das wäre schon der dritte Kill. Also, wenn du jetzt noch jeden Gegner tötest, im Endeffekt, dann hast du beides sogar geschafft. Dann darfst du zwar trotzdem nur einmal spinnen am Wheel, aber ja gut, jetzt sind nur noch 2 Gegner am Start. Boah, ich wünsche dir, ich drück dir echt die Daumen. Also, ich hoffe für dich, dass du das schaffst. Das wäre schon cool. Ich würde gerne nochmal am Wheel spinnen. Eine Jackie mit 8 ist halt auch stark. 10 Cubes hat sie sogar. Oh shit. Oh mein Gott. 4 versus 10 Cubes. Ja, mit der Ult ist es natürlich dann gar nicht mehr so übel. Ich glaube, sie campt jetzt im... Ja, ja, die wird campen. Schade. Alter, ich habe so gezittert. Schade. Naja, gut, aber trotzdem nicht schlecht gespielt, würde ich mal sagen. 3 Kills waren auch drin. Leider hat es nicht gereicht für das Wheel, aber vielleicht beim nächsten Mal. Und sonst wünsche ich dir noch einen ganz schönen Abend. Willst du noch irgendwie grüßen oder so? Ja, ich grüße meinen Freund Logo, der ist im Duo 17 und ja. Ja, perfekt, dann grüße ihn raus und hau rein. Ciao. Ciao. So, was geht ab? Dr. Such? Such? Nee. Wie spricht man deinen Namen aus? Dr. Zug. Dr. Zug, okay, was geht ab? Könntest du vielleicht noch meinen YouTube-Kanal erwähnen? Ah, King of Promo oder was? Ja, hau raus, wie heißt du? Ja, Dr. Zug, D-R-S-U-C. Okay, ihr wisst Bescheid. Falls er gewinnt, dann könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Jetzt kommen wir erstmal zur Challenge. Du darfst runterzählen und ich drück drauf und dann spinnen wir. 3, 2, 1. Go, let's go. Dann spinnen wir und ich hoffe mal, dass es eine niedrige... Ein Kill? Oh mein Gott, das ist ja viel zu easy. Okay, das heißt, du musst einen Kill machen in Solo Showdown. Traust du dir das zu? Glaubst du, schaffst du das? Ja. Okay, da haben wir den Dr. Zug Brawl Stars am Start mit 9000 Trophäen. Du darfst natürlich jeden Brawler nehmen, den du möchtest. Du brauchst nur einen Kill. Ich glaube, das wird echt mega easy. Ich habe auf Ehre den scheiß Boxer genommen. Nein, hat er nicht gemacht. Was ein Ehrenmann. Leute, an der Stelle, ihr wisst Bescheid. Okay, holt euch den Merch www.scheißboxer.shop und wir schauen zu. Verzögerung ist natürlich ein bisschen am Start. Einen Kill braucht er. Aber ich bin so schlecht, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Und ich habe WLAN-Decks, Alter. Holy shit, das ist gar nicht gut. Aber ich glaube, einen Kill kriegst du trotzdem hin auf jeden Fall. Ah, ich spiele am PC, das ist... Uff. Ja, okay. Ja gut, am PC ist dann natürlich nochmal was anderes. Oh, den hat er. Die waren einfach AFK. Ja, GG. Okay, einen Kill hat er geschafft. Das heißt, Challenge... Accepted, beziehungsweise. Soll ich mich töten lassen oder geschafft? Soll ich noch? Ach, du kannst die ganz entspannt zu Ende spielen, wie du möchtest. Wir gehen jetzt zum Wheel und wir spinnen das. Man muss natürlich fairerweise sagen, es ist sehr, sehr oft 15 Euro drauf, aber tatsächlich auch 2x25, 2x50 und 1x100. Das heißt, die Chance ist da. Du darfst runterzählen und dann spinnen wir. 3, 2, 1, go. Und wir spinnen, let's go. Und noch. Oh, nein! 25 Euro, Alter, das war so knapp vorbei an 100 und an 50. Wild. Schade, trotzdem gut. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. 25 Euro schmeckt natürlich. Ich edit dich jetzt schon mal auf Discord. So, ich schicke dir das dann nach der Aufnahme rüber. Dann danke ich dir. Perfekt. Schönen Abend noch. Tschüssi. Jo, ciao. Moin, was geht ab? Wen haben wir denn hier am Start? Elias, moin. So, und zwar, du hast heute die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Zwischen 15 und 100 Euro in Google Play oder iTunes oder Paysafe Card, was auch immer. Dafür musst du aber allerdings was machen. Du musst dich beweisen. Und zwar musst du Kills machen in Solo Showdown. Und wie viele Kills du machen musst, entscheidet dieses Glücksrad, was ich hier offen habe. Da steht zum Beispiel 1, 2, 3, auch 4, 5, 6 oder 7 drauf. Und das werden wir jetzt gleich mal spinnen und dann gucken wir, wie viele Kills du machen musst. Und wenn du das schaffst in einer Solo-Showdown-Runde, dann spinnen wir das andere Wheel und dann gewinnst du auf jeden Fall mindestens 15 Euro. Ich würde sagen, du darfst runterzählen, wenn du bereit bist und dann drücke ich hier drauf. 3, 2, 1. Let's go, wir spinnen. Ich hoffe, es sind oh Gott, es geht in eine ganz miese Zone. Oh, okay, es sind 2 Kills. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr easy, würde ich mal sagen. Also, eines der einfacheren Aufgaben noch. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir mal in-game und machen das. Frage ist natürlich, welchen Brawler nimmt man da, ne? Also, 2 Kills, das ist schon eine Challenge, aber ist auf jeden Fall noch einigermaßen einfach. Ich meine, einer von euch hatte 6 Kills, die er schaffen musste. Hat's nicht geschafft, aber... 2 Kills sollte schon gehen. So, ich bin jetzt hier im Spectator-Modus drin. Der Floschi hat Ems ausgewählt und holt sich hier auf jeden Fall schon mal. Ja, Cubes, wobei der gerade schon von dem Leon gepusht wird. Das könnte aber auch der erste Kill werden, wenn er da dran bleibt. Ich spiele aber.
Vielleicht eher. Oh, das. Oh mein Gott, der Leon, Alter. Überlebt er damit 300 HP und wenn er. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Ich gucke mal gespannt zu. 2 Kills braucht er. Ich meine, kann man natürlich auch abstauben und was auch immer. Das ist komplett egal. Hauptsache 2 Kills. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir heute nochmal das letzte Mal das Wheel spinnen. Okay, Ulti ist auch ready. Ich kann dich schon mal warnen. Rechts in der Mitte ist eine Shelly und ein Leon. Leon mit 7 Cubes. Der hat auch seine Ulti ready. Der könnte jederzeit auftauchen. Just saying. Ich gebe mal ein paar Tipps. Ach, war das schon der erste? Ja. Perfekt. Dann war das schon der erste. Lost. Gerade gar nicht geguckt, aber ich vertraue dir da mal. Und das könnte der zweite werden. Oh, die Ulti, die war natürlich gefährlich. Oh, einen Kill braucht er noch. Oh, klar. Den hat er, oder? Den kriegt er. Ja, den hat er. Let's go! Okay, 2 Kills sind dann somit gereached. Und somit können wir dann auch schon zum Preisgeld kommen. Das letzte Mal, dass heute das Wheel gespinnt wird. Du darfst runterzählen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und ich warte auf deinen Go. Go. Okay, das war doch mal easy. Und, oh mein Gott, was? Nein! Oh mein Gott, was? Das war so knapp. Es sind tatsächlich 50 Euro geworden. Oh mein Gott. Das war Millimetern 100 Euro dran. Sehr, sehr heftig auf jeden Fall. Holy shit. Das ist zum Ende hin doch nochmal ein geiler Preis, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich adde dich mal ganz kurz hier auf Discord und dann schicke ich dir den Code gleich nach dem Video zu. Willst du iTunes oder Google Play oder Paysafe oder Amazon? Ich nehme Amazon. Gut, dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal von mir. 50 Euro schmecken hoffentlich. Ich hoffe, du machst was Cooles damit. Weißt du schon, was du damit vorhast? Tatsächlich, gerade noch nicht. Okay, da wird dir bestimmt noch irgendwas einfallen. Sonst einfach im Notfall. Keine Ahnung. Was kann man auf Amazon kaufen? Haribo, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal gerne mal kostenlos. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr einen Teil 2 haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Und 10.000 Likes, ihr wisst Bescheid. Bis dahin noch rein und ciao.